Bam Freunde, dann sind wir wieder am Donnerstagabend mit den MMA News und so ein bisschen erinnere mich das an die Anfangszeiten auf YouTube mittlerweile. Ja, wir sind schon vier Jahre, wo ich auch immer relativ spät die News aufgenommen habe. Meistens immer erst um 9 Uhr abends. Da war ich noch nicht YouTube-technisch ganz so gut strukturiert wie heutzutage. Und jetzt auch 20.52 Uhr setze ich mir hin. Früher habe ich es heute nicht geschafft. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht die längste Folge, die ihr jemals auf Let's Fight bekommen habt. Aber so ein paar interessante Nummern waren einfach dabei und wollte ich mir nicht entgehen lassen. Da noch meinen Senf so rauszuhauen. Und wir heute wirklich ohne viel Blabla sprechen wir rein und fangen an mit Dana, der angekündigt hat, es gibt schon bald Neuigkeiten bezüglich einiger Fighter, die er aufgezählt hat. Er hat gesagt: Conor McGregor. Michael Chandler, Volkanovski, Charles Oliveira, Max Holloway und das hat jetzt natürlich schon so eine okay, ich will jetzt nicht übertreiben wollen, die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, keine Lawine ausgelöst, aber einige Fighter haben einfach schon auf Social Media reagiert, unter anderem McGregor, der mit so einem Zwinker Emoji darauf dann direkt reagiert hat. Wir haben Charles Oliveira, der geschrieben hat, der Löwe aus dem Leichgewicht kommt zurück. Und da kann man jetzt natürlich sehr viel drüber spekulieren. Michael Chandler, der wird natürlich nicht müde zu betonen, der will diesen McGregor-Fight auch, wenn er so ein bisschen offen, offenbart hat, dass er die innere Stimme hat, sein inneres Kind hat er erst genannt, was ihm immer ausreden möchte. Du verdienst den Corner-Fight nicht, du verdienst die Bühne nicht, du schaffst es nicht. Ja, wir wollen jetzt nicht wieder auf, den, auf die Motivationsrede von Chandler eingehen. Gut für ihn, dass er diese kleine Stimme immer stillhalten kann oder einfach nur vom Gegenteil überzeugt. Aber darum soll es gar nicht gehen. Chandler auf jeden Fall hält daran fest. Der möchte Conor McGregor bewusstlos im Oktagon zurücklassen und wird dann nie wieder zurückblicken. Aber Dana hat natürlich jetzt schon ein paar Namen aufgezählt und der eine oder andere ist dabei, wo es mich schon ein Stück weit wundert. Ich meine, muss jetzt vielleicht kein Raketenwissenschaftler sein. Conor McGregor, der hat immer wieder betont, wir verdienen Dezember, wir wollen Dezember. Wenn Dana jetzt sagt, hey, es gibt bald Kampfneuigkeiten, Conor reagiert direkt mit einem Zwinker-Emoji. Chandler ist der Gegner, der jetzt schon seit ja wirklich Jahren gefühlt, gehandelt wird, dass eventuell dieser Fight noch um die Ecke kommen wird. Wir sprechen später auch noch über Rachmanov und über Belal Muhammad. Na, vielleicht wird da einfach was frei dann für Dezember. Dieses Event hat noch keinen Hauptkampf. Würde das vielleicht passen? Charles Olivera, ich denke mal, der wird auch auf dieser Karte landen. Und ich lehne mich einfach mal weit aus dem Fenster gegen Aman Sarukian um den interim Gürtel. Ich glaube, dass das einfach passt. Ich glaube, dass Islam jetzt das, die Info gegeben hat: hey, Freunde, ich bin erstmal raus dieses Jahr. Ich kann meinen Titel nicht verteidigen. Ich lasse die Verletzung sein, und dass die UFC dann einen Interim-Titelkampf machen möchte. Volkanowski hat darüber gesprochen, dass er sich keine richtige Auszeit nehmen möchte, aber wahrscheinlich eher warten wird im Federgewicht auf seinen Fight. Das lässt jetzt natürlich darauf spekulieren, welchen Fight könnte dann jetzt hier. Dana meint, wenn er über Wolkanowski spricht, welche Kampfankündigung kann dort kommen? Und auch bei Holloway ist die Frage, was will er da ankündigen? Holloway hat einen Fight gegen Tupuria. Welche Kampfneuigkeiten will er da zusätzlich raushauen? Geht es um einen späteren Fight? Geht es um einen Ersatzfight? Findet dieser Fight gegen Tupuria doch nicht statt, wie wir das jetzt alle gedacht haben? Viele Fragezeichen. Darüber ist sich Dana mit Sicherheit bewusst, dass er damit jetzt so eine kleine Diskussionslawine lostritt. Meine Tendenz geht dahin, und ich kann natürlich falsch liegen, dass wir Oliveira gegen zarukian sehen werden, um den interim gürtel dass wir Connor gegen Chandler werden und dass das sehen werden und dass das Ganze auf der Dezember-Card drauf sein wird. Inwieweit Wolkanowski und auch Max Holloway da noch eine Rolle spielen werden, was Dana damit meint, ob Dana da einfach auch zu viele Namen im Kopf hatte oder sich nicht bewusst darüber war, dass der ein oder andere Fall schon angekündigt war. Ich denke, in den nächsten Tagen sollten wir die MMA-Medien ganz genau im Auge behalten über den Champion im Halbschwergewicht Alex Pereira und über Khalil Roundtree Jr. sprechen wir auch noch kurz in diesem Abschnitt. Glover Teixeira, ich glaube, jeder auf der Welt kann sich glücklich schätzen, wenn er so einen Buddy, so einen Kumpel wie Glover Teixeira an der Seite hat. Weil und das findet man wirklich ausgesprochen selten, wenn du wirklich jemanden in deiner Ringecke hast, der sich für deinen Erfolg, für deine Siege genauso freut, als wäre es der eigene Sieg. Und ich glaube nicht, dass das bei Glover hier irgendwie Gekünstelt oder gefaked ist, oder dass er sagt: Boah, ich selber kann jetzt nicht mehr, bin einfach zu alt, ich kann jetzt irgendwo noch finanziell profitieren von Alex Bell. Man kann den Leuten nur vor die Stirn gucken, aber dann ist er ein Schauspieler auf dem Niveau von Al Pacino oder Robert De Niro. Jeder kann sich glücklich schätzen, wer so einen Buddy hat, der sich so aufrichtig für dich freut, als wäre es der eigene Triumph. Und er sagt: Diese Geschichte ist auch noch lange nicht zu Ende. Ja, und das ist etwas, das gefällt mir sehr gut. Er sagt: Wir sind einfach zwei normale Typen, die in der Garage weiterhin zusammen trainieren und versuchen, unseren Traum zu erfüllen und mal gucken, wo die Reise schlussendlich noch hingeht. Er sagt: Ich habe es von Anfang an gesagt. Alex ist ein Ausnahmetalent. Er hört zu. Er trainiert hart und fleißig und wenn sein Ego nicht durch die Decke geht, kann der Unglaubliches erreichen. Das hat er schon gesagt, vom Mittelgewicht dann ins Halbschwergewicht. Und er würde auch vor dem Schwergewicht nicht halt machen. Er sagt, wahrscheinlich werden wir auch noch ein bisschen Masse draufpacken, allein durch das ganze Ringertraining. Aber er traut das Alex Mörder zu. Er sagt, der Typ ist unglaublich stark, unglaublich kräftig und er kann auch gegen jeden im Schwergewicht bestehen. Ich will jetzt hier keine Matchmaker-Folge draus machen. Natürlich gibt es einige Fighter, die ihn natürlich vor, eine große Herausforderung stellen, gerade wenn der Gewichtsvorteil auf der anderen Seite ist und der andere ein sehr starker Grappler ist kann das natürlich ein riesengroßer Nachteil sein, aber wenn diese Power mitkommt und sich gut überträgt und das ist nicht bei jedem Fighter der Fall gewesen, der eine Gewichtsklasse aufgestiegen ist, aber wenn das bei Alex weiterhin der Fall ist, ich meine, ich habe Jamal Hill noch nie angeklingelt so richtig gesehen, geschweige denn so zu Boden gehend wie gegen Alex Baer nach diesem Treffer. Alex hat einfach sehr seltene Power. Die scheint sich zu übertragen, zumindest aufs Halbschwergewicht. Und ja, wenn das im Schwergewicht auch der Fall ist, natürlich wird der Schlüssel auch hier sein: versuch ihn auf den Boden zu bringen, versuch ihn müde zu machen. Eigentlich das, was du mit allen gefährlichen Strikern machen möchtest: eine Distanz irgendwo relativ sicher zu schließen und die so ein bisschen zu zermürben am Käfig. Aber wenn er trifft, dann wird er auch im, im Schwergewicht bewusstlose Leute hinterlassen. Und das ist einfach eine enorm starke Waffe. Mal gucken, wohin sein Weg gehen wird. Jetzt kann man natürlich. Wenn man so dieser Theorie glauben mag, sagen die UFC versucht ihm jetzt einen weiteren Striker zu geben, damit er weiterhin Champion bleibt und dann vielleicht Anfang Mitte des nächsten Jahres einen Superfight im, im Schwergewicht zu machen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich glaube, dass es schwierig ist, über ein, zwei Stationen hinweg zu planen, weil Roundtree Junior wird natürlich ein Risiko sein. Ich glaube, Zeshera nimmt ihn allerdings sehr ernst, sagt, wir kennen seine Skills. Wir haben uns allerdings mit Prochaska und auch mit Hill schon auf Striker jetzt die letzten Male vorbereitet. Hauptsächlich Striker, dass Prochaska auch sein Grappling einsetzen kann, haben wir auch im ersten Fight gegen Alex Bader gesehen. Aber dass man Roundtree Jr. natürlich absolut ernst nimmt und sich über seine Stärken auch im Klaren ist. Und bei Roundtree Jr. muss man sagen, besondere Situation, der wurde gesperrt. Und ich glaube nicht, wie das üblich ist, auch selbst wenn es das erste Vergehen ist, dass du erstmal für sechs Monate gesperrt wirst, sondern die kann, deswegen hat man wahrscheinlich jetzt auch diesen Fight schlussendlich dann gemacht, weil man wusste, er wird viereinhalb Monate gesperrt sein. Warum er so eine quasi kürzere oder so eine krumme Zahl bekommen hat, viereinhalb Monate, ist, weil er selber von Anfang an sich quasi angezeigt hat oder das angegeben hat, hat wohl den Fehler relativ schnell bemerkt. Oh, dieses Supplement habe ich genutzt, da ist das und das drin, ich melde es jetzt mal an. Das wurde sehr wohlwollend aufgenommen und endet schlussendlich jetzt mit einer etwas verkürzten Strafe. Trotzdem gibt es natürlich einige, die ein bisschen die Stirn runzeln, die sagen: Moment mal, also gegen wie viele absolute Top-Leute hat er gewonnen? Erste Frage und ich meine, das kann man vielleicht auch über andere noch in dieser Division zumindest in den Raum werfen, aber zum einen wie viel Topsiege und zum anderen, der kommt jetzt quasi von der Dopingsperre und bekommt dann direkt einen Titelkampf. Das wirkt auf einige zumindest so ein bisschen fishy und die sagen ja, schon ein bisschen unüblich. Dana hat ja diesen Fall schon erklärt. Er sagt, so nach dem Motto: Gelegenheit macht Diebe. Das Timing hat hier einfach perfekt gestimmt. Wem hätten wir sonst den Titelkampf geben können? Mit, das Timing hat gestimmt. Glaube ich, hat er auch so ein bisschen gesagt, ja, bei Anker Life hat das Timing nicht gestimmt. Warum auch immer. Ali Abdulaziz ist ja weiterhin auf der, auf der Spur und sagt: Wir haben keinen Titelkampf angeboten bekommen für Anker Live, Ich kann euch jetzt hier die finale Antwort nicht geben. Rowntree Jr. wird einen Titelshot bekommen, nachdem er durch einen Dopingtest gefallen ist. Er wird glaube ich einiges erschüttern in dieser Gewichtsklasse, falls er wirklich es schafft, Alex Pereira auszunocken oder ihn einfach nur zu bezwingen, vielleicht über die Distanz. Würde mich immer wundern, wenn ausgerechnet dieser Fight über die volle Distanz geht, lassen wir uns mal überraschen, was dabei rauskommt. Tom Espinel hat's geschafft. Jones reagiert jetzt nicht mehr mit einem Schmunzeln. Jones reagiert jetzt nicht mehr mit, ja, ich bringe dir einfach nur ein paar Fakten und ich bin cool. Jones reagiert jetzt etwas temperamentvoller hat einen Post auf, ich glaube, es ist Instagram, rausgehauen, den er mittlerweile gelöscht hat, wo er sagt, dieser Typ hat äh, buchstäblich äh, meine lange schwarze Nudel jeden Tag äh, oder jede Woche im Mund. Und ähm, er garantiert, dass Tom Aspinall nicht mehr Champion-Titel gewinnen wird als John Jones. Und das ist alles, was zählt am Ende des Tages. Es waren sehr, sehr viele Champions-Star in der Geschichte der UFC, aber keiner wie John Jones. Er würde nachts sehr gut schlafen. Also, dass er einmal so ein bisschen, ja, so eine, so eine profane Sprache jetzt hier raushaut und das dann auch noch löscht. Ja, also nicht einfach sagt, so ich habe jetzt ein Statement gebracht. Also er hätte ja jetzt auch ein bisschen familienfreundlicher das Ganze vielleicht ausdrücken können. Einfach so, gewinne erstmal so viele Titel wie ich. Und dann können wir weiterreden, dann hätte er das vielleicht auch gar nicht löschen müssen. So war das vielleicht im Anschluss wieder etwas, wo er gesagt hat: Ah, gut, hätte ich vielleicht nicht so formulieren sollen. So möchte ich mich eigentlich in der Öffentlichkeit nicht darstellen. Oder er sagt: Fuck it, aber dann ist wieder die Frage: Warum löschst du es? Tom Espinel hat darauf reagiert und hat gesagt: Ja, du hast mehr Titel als ich gewonnen, während du auf Stoff gewesen bist. Versucht also hier, weil ich glaube nicht, dass Espinel an einer. An einem richtigen Meinungsaustausch interessiert ist oder wir tauschen jetzt Fakten aus und das ist mein Standpunkt, das ist dein Standpunkt, der hat jetzt, glaube ich, verstanden, dass vielleicht der beste Weg für ihn ist, vielleicht doch diesen Fight zu bekommen, Jones zu triggern. Jones so ein bisschen abzufacken, dass der sagt, Ich kümmere mich erstmal um den Stipe Fight, der wird schwer genug. Ich würde Stipe Miocic nicht auf die leichte Schulter nehmen. Dafür ist der Mann einfach zu gut. Und Natürlich ist er lange inaktiv gewesen, natürlich ist er auch über 40, aber der ist ja deswegen keine Mumie, weil er über 40 ist. Es gibt glaube ich einige, ich schaue in die Richtung von Joel Romero oder ach, nehmen wir einen, der über 50 ist, nehmen wir Bas Rütten. Will einer von euch gegen Bas Rütten kämpfen? Ja, jetzt sind wir auch alle oder in den meisten Fällen keine professionelle Fighter, aber ich will sagen, du fällst ja nicht komplett auseinander, weil eine 40 vorne steht oder irgendwann eine 50. Wenn du was auf dem Gast hast, bist du auch dann noch ein sehr gefährlicher Mensch, eine sehr gefährliche Person, ein gefährlicher Fighter. Da muss Jones erstmal dran vorbeikommen. Aber ich glaube, das ist in der Tat der richtige Weg für Aspinall, jetzt so ein bisschen unter die Haut von Jones zu kommen, ihn weiter zu provozieren, weiter diese Videos zu machen. Fans werden ihn weiter da markieren und alle kann er nicht blocken, alle kann er nicht irgendwie ausblenden. Und vielleicht, das ist, glaube ich, die realistischste Chance, wenn er es auf die Buddy-Buddy, auf die nette Ebene versucht. Ich glaube, da wird er keine Chance haben. Dann wird Jones sagen, letzter Fight gegen Stipe, ob ich gewinne, ob ich verliere, das ist mein Legacy Fight und ich sage ciao. Wenn er gewinnen sollte und Espinal hat ihn wirklich so abgefuckt, dass er sagt, dem will ich jetzt noch eine Lektion erteilen, ob 37 oder 38 oder nicht. Ich werde allen zeigen, warum ich als GOAT-Kandidat gelte, du noch nicht. Ich komme für diesen letzten Fight nochmal zurück und dann werde ich dir ordentlich die Leviten lesen. Ich kann mir vorstellen, dass das der richtige Weg ist und so wie Jones jetzt hier reagiert, glaube ich, dass er da durchaus schon ein bisschen getriggert ist. Am Anfang habe ich schon angekündigt, Rachmanov haut jetzt raus, dass scheinbar Belal Muhammad viel darüber gesprochen hat, ein aktiver Champion sein zu wollen, aber er offenbar nicht bereit ist oder nicht ready ist, am Ende des Jahres seinen Titel zu verteidigen. Also nicht bereit, im Deutschen klingt jetzt so, dass er keine Lust hätte, sondern dass er einfach für diesen Zeitpunkt entweder noch nicht fit genug ist oder mehr Zeit benötigt oder jetzt noch Urlaub macht, auf jeden Fall dort nicht anzutreffen sein wird im Dezember. Ist natürlich die Frage, wird Rachmanow warten? Der hat ja angekündigt, mir egal ob Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, also glaube ich, für den wird das kein großes Problem sein. Aber, und damit schließen wir diesen Kreis zu der ersten Nachricht, das macht jetzt natürlich schon die Dezemberkarte einfach frei. Weil die Frage ist natürlich, wen packst du jetzt dann auf die letzte Karte des Jahres? Ein Titelkampf muss eigentlich drauf sein. Falls, ne, das ist jetzt das, was Rachmanow uns sagt, das, ist ja jetzt nicht, das Wort ist ja nicht in Stein gemeißelt, Belal hat dazu noch gar nichts gesagt, aber... Für mich auch immer ein bisschen verdächtig, wenn Bilal nichts sagt, weil der ist auf Social Media, glaube ich, auch sehr aktiv. Falls Bilal hier nicht ready sein sollte, falls Islam nicht bereit sein sollte und der UFC reicht, dieser Interim-Titelkampf nicht, so welchen Champion kann man hier noch präsentieren? Gut, du wirst einen Alex Bader wahrscheinlich immer anrufen können. Der wird immer bereit sein. Der kann wahrscheinlich am 21. Oktober kämpfen und am 22. wird er sogar den Hörer abnehmen. Aber ich glaube, dass das ein Conor McGregor-Fight gegen Chandler nochmal deutlich. Realistischer macht. Natürlich kämpfen auch noch andere, andere gibt es andere Titelträger in der UFC, die eventuell auf der dezember kämpfen können, aber ich denke gerade im Zusammenspiel mit der Ankündigung von Dana, es werden bald ein paar News rauskommen, dass sich die dezember füllen wird und dass Rachmanow gegen Belal Muhammad Stand jetzt wahrscheinlich nicht drauf sein wird. Allgemein, Sterling regt sich weiterhin auf über Sugar Sean O'Malley und der scheint definitiv ähm, seine Spuren hinterlassen zu haben. Ich meine, klar, keiner möchte verlieren. Keiner möchte gegen jemanden verlieren, über den man vorher auch gesagt hätte, du gehörst eigentlich gar nicht auf dieses Niveau. Aber das, was er jetzt hier sagt, für mich nicht unbedingt logisch. Er sagt, also er fängt logisch an. Er sagt, du hast einen Kampf gegen jemanden, der in der Rangliste steht, gegen Piotr Jan, gewinnst über eine Split-Decision und bekommst einen Title Shot. Und er sagt, ich will jetzt kein Hater sein, aber, ja, das nennt er halt mehr oder weniger einen... Ein Betrug oder das ist schon relativ unverdient. Und man hat mir selber nicht genug Zeit gegeben, mich vorzubereiten auf diesen Fight. Die UFC wollte ihm die beste Gelegenheit geben, um World Champion zu werden. Und er vergleicht das mit dem Jake Paul Weg, dass er ähm, diese Matchups bekommt, die ihm einfach liegen, die ihn als äh, Favoriten darstellen oder zu seinen Gunsten einfach alles organisiert ist. Und ja, diese. Siege sollen einfach dann jemanden besser aussehen lassen oder super gut aussehen lassen. Wenn jetzt Jake Paul als Beispiel herhalten soll und wir sagen jetzt mal, Jake Paul bekommt jetzt nach diesen Fights, sagen wir mal, der kämpft jetzt gegen Canelo Alvarez. Der ist, glaube ich, immer noch leichter als er, aber sagen wir, dieser Fight würde kommen. Und Jake Paul gewinnt diesen Fight gegen Alvarez durch Knockout. Ja, dann würden wahrscheinlich einige trotzdem sagen, ja, er hat jetzt eigentlich nicht verdient, diesen Fight zu bekommen. Aber kommt schon, Freunde, wie beeindruckend wäre das, wenn, was ich nicht für realistisch halte, aber wenn Jake Paul diesen Fight gewinnen würde, gegen Canelo. Oder wir geben ihn irgendjemand im, im Cruiserweight oder keine Ahnung. Ne? Also wir geben ihm einen Fight in seiner Gewichtsklasse. Was ich damit sagen möchte, meinetwegen kann der Weg unverdient sein oder die Gelegenheit unverdient sein, wenn du aber gegen den Champion kämpfst, der vom Skillset für dich eher unangenehm ist, so wie Sterling für O'Malley. Du aber trotzdem diesen Fight gewinnst, dann hast du doch eigentlich gezeigt, dass du mithalten kannst mit den Top-Leuten. Also oder bin ich da jetzt auf dem falschen Dampfer? Ich verstehe, dass es vielleicht nicht verdient war nach einem sehr umstrittenen, nach einer sehr umstrittenen Split Decision, wo ich auch Piotr Jan vorne gesehen habe, nach wie vor, dass man da einen Title Shot bekommt. Ja, da wäre ich noch bei Aljo. Aber wenn du dann den Title Shot bekommst und gewinnst, nehmen wir mal an, ich will jetzt nicht ein zu extremes Beispiel nehmen, aber wir nehmen jetzt Paddy. Paddy würde jetzt, weil der so ein bisschen gehypt ist, einen Fight gegen Islam bekommen. Im Februar, wenn Islam auch wieder fit ist. In Abu Dhabi. Da würden alle sagen, wen hat er jetzt großartig besiegt in den Rankings, dass er diese Gelegenheit bekommt. Aber wenn er dann Islam submitten würde und diesen Fight gewinnen würde, ja, dann scheint er doch Qualitäten zu haben. Also dann war das ja jetzt kein Zufallssieg. Und das war ja auch von O'Malley kein Zufallssieg. Sterling hatte große Probleme damit, die Distanz zu schließen. Und O'Malley hat einfach sehr, sehr gut ihn ausgekontert. Der Punkt mit. Ich, sie haben mir nicht genug Zeit gegeben, mich vorzubereiten. Also ich weiß nicht, du, du bist ein Grappler, der andere ist ein Striker. Natürlich willst du dich intensiver darauf vorbereiten, aber du hast für mich schon ein bisschen den, den Vorteil vom Stil, gerade beim MMA. Da würde ich im Zweifel eigentlich immer auf den, auf den Ringer tippen. Ich glaube auch in, sagen wir mal, sieben von zehn Fällen wird der sehr starke Ringer, wenn er einer ist, gewinnen. Auch wenn es ein richtig guter Striker ist. Das bringt diesen Stil einfach mit sich, der sehr dominant ist. Du entscheidest, wo der Fight stattfindet. Plus, dann nimmt den Fight doch nicht an. Also, er hat ja dann selber ein bisschen spekuliert und gesagt, ja, ich wollte ein bisschen Pay-per-view-Punkte und ich wollte reinspringen. Ja, aber gut, wen willst du dann verantwortlich machen? Also, wenn ich jetzt irgendeinen Kumpel habe, der sagt, boah, ich habe meine ganzen Ersparnisse abgehoben und alles irgendwie auf russisch Roulette, nee, russisch Roulette, das wäre ja das mit der Kugel drin, sondern alles beim Roulette einfach auf rot gesetzt und verloren. Ja, gut, <laughs> dann riskier es nicht oder beschwer dich am Ende nicht, wenn du verloren hast. Ja, kann ich bei Sterling nicht ganz nachvollziehen, weil diesen Fight hat O'Malley dann doch ziemlich beeindruckend für sich entschieden. Eine Fehde, von der ich eigentlich schon gedacht habe, lass <laughs> und lass die ruhen. Ich habe gestern und vorgestern, glaube ich, schon einen Bogen drum gemacht, jetzt wieder. Einmal über, da gab es ein Statement, äh, Khabib hat gesagt, äh, Tony Ferguson hätte gegen mich nur mit einem Lucky Punch gewonnen. Und auch wieder ein bisschen aufgewärmt wurde diese Nummer mit Conor McGregor und Khabib Nummer. Da habe ich aber gesagt, ganz ehrlich, gar keinen Bock mehr drum. Also da dreht man sich ja im Kreis und Khabib ist mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand. Tony sollte vielleicht in den Ruhestand gehen. McGregor ist irgendwo so im Semi-Ruhestand mit von Verletzungen zurück und längere Zeit inaktiv. Was nützt dieser Streit jetzt noch? Da würde ich viel lieber über positive Sachen reden. Letzten Donnerstag, ich meine, liegt auch in der Vergangenheit ein Interview gesehen vom Vater von Khabib Nurmagomedov, als er damals Conor McGregor noch eingeladen hat. Das wäre eine Sache, das hätte ich gern gesehen. Eine Einladung, die McGregor angenommen hätte und wo man dann einfach gemeinsam das Brot bricht und sagt: Okay, viele Worte wurden gesagt und viele Dinge wurden auch getan. Aber wenn wir jetzt hier und heute das Kriegsball begraben können, da hätte ich gesagt: Super, das ist etwas, was sollten wir als Vorbild weitergeben für die jüngeren Zuschauer. Perfekt wäre das gewesen. Kam leider nicht so. Das ist jetzt wieder eine Nummer. Khabib hat schon darauf reagiert und gesagt: Tony, nur weil einer das ins Internet stellt und sagt: Khabib hat es gesagt, muss nicht alles glauben. Überlass MMA den jungen Leuten, ich wünsche dir viel Gesundheit, alles Gute mit deiner Familie. Nun gab es ein Interview, wo er das gesagt hat: Mit äh, Tony hätte gegen mich nur eine Lucky Punch Chance gehabt, also einen Glückstreffer zu landen, sonst durch seinen Grappling-Nachteil mir gegenüber. Auf welche Art und Weise sollte er gegen mich gewinnen? Jetzt weiß ich auch nicht, von wann dieses Interview gewesen ist. Ja, das wurde vor kurzem ausgestrahlt, aber das kann ja trotzdem schon vor einem Jahr aufgenommen worden sein. Jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt mit Tonys letzter Niederlage, würde ich auch sagen, dann unnötig eigentlich, da nochmal irgendwie drüber zu sprechen oder dann noch ein bisschen so nach unten zu treten. Toni liegt schon auf dem Boden mit jetzt sieben oder acht Niederlagen am Stück. Aber weil ich nicht weiß, wann das Interview aufgenommen wurde, ist das da vielleicht irgendwo auch eine Timing-Frage. Ich meine, die Leute, die das Interview geführt haben, die freuen sich natürlich, das wird jetzt einiges an Klicks geben. Und Toni hat auch nochmal geantwortet, hat gesagt, ah, so nach dem Motto, Lucky Punch jetzt. Hä? Ja, und schreibt dann halt den üblichen äh, tony kram sage ich mal, drunter. Unabhängig davon, ob Khabib jetzt recht hat und ja, Tony hat beim reinen Grappling, beim reinen Ringen mit Sicherheit keinen Vorteil gehabt, aber Tony war einfach positiv geisteskrank in seiner, in seiner absoluten Prime. Der hat mit allem gefeuert und dem hätte ich auch zugetraut, Khabib einen Cut zu verpassen auf dem Boden. Das hat es für mich einfach interessant gemacht. Wenn ihr mich fragt, Waffe an den Kopf, Paco, auf wen hast gesetzt? Damals in der Prime, beide gegeneinander mit ihren Siegesserien, Khabib von seinem Stil her. Es gibt keinem Leichtgewicht, wo ich gegen Khabib vom Stil her... Getippt hätte. Aber Tony hätte es für mich trotzdem interessant gemacht. Mit seiner Ausdauer, mit seiner Unvorhersehbarkeit, mit seiner Aktivität auf dem Boden. Über Punkte hätte es mich extrem überrascht. Aber Tony hätte vielleicht einen Cut, eine Doctor Stoppage, irgendeine sneaky Submission, wo ich nicht glaube, dass Khabib der Typ ist, der da wirklich tappen würde, aber wo man ihn vielleicht schlafen schickt. Dafür wollte ich diesen Fight sehen, dass dieses sehr disziplinierte Kämpfen von Khabib auf dieses absolute Chaos von Tony trifft und was dann am Ende. Dabei rauskommt. Das wäre interessant gewesen. Wenn Kabib vielleicht wie gegen Connor auch in der dritten Runde sagt, ein bisschen auf die Bremse treten und Tony sagt, nichts da bremse. Fuß von der Bremse, wir gehen weiter aufs Gas. Deswegen hätte ich diesen Fall sehen wollen. Wir haben ihn leider nicht bekommen. Damit müssen wir jetzt leben. Aber das wäre eigentlich auch für mich eine Fehde. Was ist hier Schlimmes gesagt worden? Also, ich glaube, die übelste Nummer in dieser ganzen Fehde war, und das habe ich auch nur als Gerücht gehört, da habe ich jetzt keine Kameraaufnahmen gesehen, da habe ich nur ein Interview-Fetzen mal gehört, dass. Mit zwei, drei Jungs einen bösen Blick in Richtung von Tony gemacht haben soll, als der mit seiner Frau unterwegs war. Ich glaube, in, in irgendeinem Fahrstuhl waren die zusammen. Weiß nicht, ob es stimmt. Wenn, natürlich unschön, ja, da ist einer mit seiner Frau unterwegs, dann machst du eigentlich gar nichts. Auch keinen bösen Blick, den lässt du seinen Weg gehen. Aber das war so das Schlimmste in dieser ganzen Fehde. Der Rest waren ja Wörter, die man sich gegenseitig um die Ohren gehauen hat. Also, wenn die beiden nicht zusammen einen Coca oder ein Wasser oder was auch immer trinken können, ja, dann weiß ich nicht, also so tief kann der Graben da doch eigentlich gar nicht sein. Zum Abschluss noch zwei kleine Gerüchte bezüglich Fightankündigung Ende des Jahres auch Piotr Jan möchte kämpfen und da gilt als favorisierter Tanzpartner Davison Figueredo. Ein guter Fight im Band haben Gewicht. wer auch immer dort gewinnen sollte, hat dann vielleicht gute Chancen aufzuschließen, weil natürlich braucht auch der Sieger von O'Malley und Dvalishvili Usman ist auch mit in dieser Diskussion, also nicht Usman, Uma Numagomedov ist in dieser Diskussion, der wird wahrscheinlich dann als nächster warten, aber vielleicht kann hier Piotr Jan mit einer starken Performance oder Davison Figueredo einen Fight gegen Uma klar machen, je nachdem wie der ganze Fight da auch im Titelkampf läuft, aber das ist ein Fight, der Piotr Jan möchte am Ende des Jahres auf der Karte kämpfen, das wird aktuell zumindest gemunkelt und ein anderer Fight, den ich persönlich sehr interessant finde ist, Carlos Prates, der ja mit seinen Trainingsmethoden mit äh, ab und zu einheben und auch eine Packung Zigaretten am Tag rauchen für Aufsehen ge äh, gesorgt hat. Michael Venom Page. Michael Venom Page jetzt ein bisschen schwierig. Was macht man mit dem Mann? Ersten Fight in der UFC gewonnen gegen Kevin Holland. Zweiten Fight konnte er nicht für sich entscheiden gegen Ian Gary. Da auch noch mal ein bisschen vielleicht diese takedown achilles -Ferse offenbart. Und. Da ist im aktuellen Weltergewicht keine gute Achillesferse, die man haben sollte, gerade wenn man hoch hinaus möchte. Deswegen ist das ein Fight von zwei Strikern, der Spaß machen sollte, der Sinn macht. Prates möchte natürlich weiter nach oben. Michael Van Page hat einen großen Namen. Jeder würde hier von einem Sieg enorm profitieren. Es sind zwei Striker, die aufeinandertreffen. Anderen Stil, vielleicht da auf der einen Seite eher diesen abwartenden Karate-Stil, auf der anderen Seite eher den Muay Thai-Stil. Der kommt die ganze Zeit nach vorne und macht Druck. Schauen wir mal, wäre auf jeden Fall ein richtig guter Fight im Weltergewicht, den ich mir auf jeden Fall ansehen würde. Damit sind wir durch. Heute ein bisschen kürzer als sonst, aber 21 Uhr sieht's mir nach. Vielen Dank fürs Einschalten. Passt auf Verkauf bis demnächst und let's fight.